Alle diese Insekten werden von ihrer normalen Flugbahn abgelenkt. Die fliegen so, dass der Mond oben ist. Das heißt, die gucken normalerweise, dass das Licht von oben kommt. Und jetzt kommt es von der Seite und dann drehen sie so eine Runde und kommen diesem Licht immer näher und am Ende landen sie hier auf dem Netz. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. In dem Projekt geht es darum, Biodiversitätswandel zu dokumentieren. Wir stehen ja hier in der Sammlung des Naturkundemuseums. Seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt es hier Falter. Und dadurch wissen wir natürlich, was hatten wir früher, aber wir wissen oftmals sehr wenig, was haben wir heute. Wir sind hier an der Badestelle Kamerun in Friedrichshagen am Müggelsee. Und wir versuchen hier heute Abend Nachtfalter anzulocken mit einer speziellen Nachtfalterlampe. Sie hat ein spezielles Lichtspektrum, was sie für die Falter besonders attraktiv macht. Und das ist es schon. Wir haben besonders hohe Verluste bei Nachtfaltern. Nicht nur Verluste in Individuenzahlen, sondern auch in den Artenzahlen. Und daraus kann man natürlich ein bisschen was lernen. Welche Rolle spielen künstliche Beleuchtungen? Welche Rolle spielen verschiedene Pestizide? Und. Dafür analysiert man das ein bisschen mehr ins Detail. Wir stehlen im Prinzip diesen Faltern nur 2 Stunden ihrer Lebenszeit. Also sie kommen hier an, hängen dann hier rum, werden hier dokumentiert. Und dann schüttelt man es ab und Schluss ist. Also sie werden nicht getötet, werden nicht wesentlich beunruhigt und eigentlich eine schöne Methode. Falter sind ja eine wichtige Gruppe von sogenannten Mikroherbivoren, also einer ökologischen Klasse, die natürlich die ganze Pflanzenwelt im Prinzip konsumiert. Und das ist eine große Artengruppe, wahrscheinlich um die 2000 Arten in Berlin, von den ungefähr 900 Arten, die für die Rote Liste betrachtet wurden, sind, ich glaube, 17% ausgestorben. Also auch eine Gruppe, die stark in Berlin vom Biodiversitätswandel betroffen ist. Gleichzeitig haben wir etliche, die neu einwandern. Und dementsprechend ist natürlich interessant zu gucken, wie verändert sich das Ganze. Was wir beobachten tatsächlich, sind natürlich die Auswirkungen des Klimawandels. Es gibt zum Beispiel einen Falter, das ist der Olivenbaumzünsler, der eigentlich an der Olive im Mittelmeerraum ist und der jetzt an Forsythien und anderen verwandten Gewächsen mehr und mehr zu uns vordringt. Und was wir beobachten ist, dass einige Arten offensichtlich mit dem späten Einsetzen des Winters Probleme haben. Also wir finden frisch geschlüpfte Frühlingsfalter plötzlich im November. Was zeigt, dass es doch nicht so ganz einfach ist für diese Tiere, sich an die neuen Bedingungen zu akklimatisieren. Dann haben wir den Kollegen hier, das ist ein Kiefernschwärmer. Der muss sich aufwärmen mit der Flügelmuskulatur, damit er fliegen kann. Und wenn der so ein bisschen abgekühlt ist, dann ist er auch ganz ruhig. Dann kann man den hier so schön auf die Hand nehmen und angucken. Im Zukunftsplan geht es ja darum, all die ganzen Tausenden und Millionen von Objekten verfügbar zu machen, sodass nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Citizen Scientists, also Leute, die sich hobbymäßig mit solchen Dingen wie zum Beispiel Nachtfaltern beschäftigen, dass die natürlich auf diese Sammlungen zugreifen können. Und dann sehen, aha, ich habe jetzt einen seltenen Falter gefunden, wann wurde der denn schon mal gefunden, zum Beispiel in Treptow-Köpenick. Meine Frau, die arbeitet in der Kita und manchmal bringt die auch so eine auffälligen Insekten, Maikäfer zum Beispiel, im Frühling mal mit. Kein Kind fragt, für was braucht man die denn? Die sind einfach fasziniert. Die sehen, oh, tolle große Käfer, wie die krabbeln und brummen. Und das reicht. Also das macht doch unser Leben aus. Vielfalt, auch vielfältige Falter, die an irgendeine komische Lampe kommen. Das ist eine coole Sache. Das ist ja die gängige Frage. Für was brauchen wir eigentlich den ganzen Kram? Und wir haben in Berlin so viele Arten verloren in den letzten Jahrzehnten. Wir leben nicht schlechter deswegen.
Aber ist das ein Grund, deswegen zu sagen, das brauchen wir alles nicht? Ich meine, ist nicht die Vielfalt, die Schönheit unserer Natur auch was wert?